Im August des Jahres 1871 kämpft sich ein Weißer, der aussieht wie Lederstrumpf, zu Fuß durch die Wildnis im südlichen Afrika. Karl Mauch aus Stetten bei Stuttgart. Der fast mittellose ehemalige Lehrer verdiente sich die Überfahrt von Europa als Hilfsmatrose auf einem Segelschiff. Seit 6 Jahren ist Mauch nun in Afrika unterwegs, geplagt von Hunger, Durst und Krankheiten, Raubüberfällen, Gefangenschaft und Todesangst. Jetzt, mit seiner letzten Expedition, will Karl Mauch auf Pfaden, die kein Europäer vor ihm je gegangen ist, ein Land entdecken, das er für den wertvollsten, wichtigsten und rätselhaftesten Teil Afrikas hält. Nördlich des Limpopo-Flusses, der die Grenze bildet zwischen der Burenrepublik Transvaal und den Stammesgebieten der Shona-Kalanga, sucht der Forscher nach jenem legendären Land, von dem das Alte Testament berichtet, von dem aber niemand weiß, wo es wirklich liegt. Nach 4 Wochen Fußmarsch hat Mauch den Kraal von Häuptling Bika erreicht. Hier lebt seit einigen Jahren ein anderer Weißer, ein zwielichtiger Abenteurer deutscher Abstammung, der Elefantenjäger Adam Render. Kennt er die rätselhaften Ruinen, von denen Mauch vor Beginn seiner Expedition gehört hat? Irgendwo in dieser Gegend sollen sie zu finden sein. Vielleicht sind sie der Schlüssel zum geheimnisvollen Goldland König Salomos. Der alte Bika nimmt den Fremden freundlich auf und überlässt ihm eine Hütte. Render hat mit einer Tochter des Häuptlings und anderen Frauen im Kral schon längst eine Familie gegründet, entsprechend den Sitten des Landes. Die Frauen schenken Chibuku aus, das einheimische Hirsebier. Es soll dem schweigsamen Mauch die Zunge lösen. Bika ist ein Unterhäuptling vom Volk der Shona-Kalanga. Mauch holt weit aus mit seiner Erzählung. Er wundert sich, dass Render nicht die Bücher der Könige kennt und die Chroniken des Alten Testaments, die über König Salomo berichten, und über die Königin von Saba, über das Goldland Ophir und die Schiffe des Phönizierkönigs Hiram. Mauch trägt die Bibel immer bei sich, in der geschrieben steht: Hiram sandte seine Schiffe und Leute, die des Meeres kundig waren, und sie fuhren mit den Leuten Salomos nach Ophir und holten von da 450 Zentner Gold und brachten's dem König Salomo. Damals, 1000 Jahre vor Christus, fuhren die Phönizier mit ihren Schiffen übers Rote Meer und an der afrikanischen Küste entlang gen Süden. Wie weit aber kamen sie? Woher holten sie das Gold für den König in Jerusalem? Vielleicht schickte Salomo die Flotte der Phönizier in ein Land seiner Bundesgenossin und Geliebten, der Königin von Saba, die über Südarabien und Teile der Ostküste Afrikas herrschte. Die Schiffe brachten Gold nur alle 3 Jahre, heißt es im Alten Testament. Wenn die Fahrt so lange dauerte, muss Ophir weit entfernt gewesen sein.
Seit dem 2. Jahrhundert nach Christus gibt es einen genaueren Hinweis. Der griechische Geograf Ptolemäus kannte im Süden Afrikas eine Insel namens Zarfala, die er als goldträchtig bezeichnete. Auch auf späteren Karten sind dort Goldgruben vermerkt. Im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung beherrschten Araber und Swahilis mit ihren Schiffen den Überseehandel. Zarfala oder Sofala war ihr südlichster Hafen an der ostafrikanischen Küste. Menschen und Lasttiere brachten große Mengen Gold und Elfenbein aus dem Landesinneren über hunderte von Kilometern zum Meer. Vielleicht war Sofala schon zur Zeit von König Salomo der Ausfuhrhafen des Landes Ophir. Das Rätsel will Karl Mauch nun lösen. Deshalb ist er hierher gekommen. Und er weiß noch mehr zu berichten. Im 15. Jahrhundert rief die Gier nach Gold die Portugiesen auf den Plan. Vasco da Gama landete 1502 in Sofala und brachte zum ersten Mal eine Probe des edlen Metalls von dort nach Europa. Bald errichteten die Portugiesen in Sofala eine Handelsniederlassung und eine Festung. Sie glaubten, hier im Süden Afrikas endlich eine der großen Schatzkammern des Altertums gefunden zu haben. Das Land Ophir mit Gold im Überfluss, wie auf einer der alten Landkarten zu lesen ist. Und dann erschien auf Karten des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal ein Name, den in Europa noch nie jemand gehört hatte. Simbabwe. In der Sprache der Shona bedeutet Simbabwe Häuser aus Stein oder Residenz des Herrschers, des Moene Mutapa. Allerdings empfing der schwarze König die Portugiesen in der neuen Hauptstadt eines neuen Reiches. Das alte Simbabwe war längst untergegangen und die Weißen kannten es nur vom Hörensagen. Als aber die Europäer sahen, wie die Afrikaner pures Gold körbeweise aus den Flüssen holten, wer wollte da noch zweifeln, dass schon König Salomos Schiffe hier an der Küste vor Anker gegangen waren? Keinem Weißen war es je gelungen, in das alte, 400 Kilometer von der Küste entfernte Simbabwe vorzudringen, außer Adam Render. Er und der Häuptling kennen zerfallene Bauten, die Fremde vor sehr langer Zeit errichtet haben sollen, nur zwei Tagesmärsche von hier. September 1871. Seit zwei Tagen ziehen Mauch und Render mit einigen Söhnen des Häuptlings durch Steppe und Busch. Mauch schreibt in seinem Tagebuch: Einer meiner Begleiter deutete plötzlich in östlicher Richtung auf einen Hügel und meinte, daselbst wären große Mauern, die von Weißen gebaut worden seien. Bravo, rief ich aus, welches Glück! Vor wenigen Tagen erst mit den ernstlichsten Gedanken an den Tod beschäftigt und heute vor der glänzendsten Errungenschaft meiner Reisen stehend. Gott sei gepriesen. Bald erreichen sie den Platz, wo Render sich seit Jahren mit afrikanischen Jägern und Händlern trifft, um bunte Glasperlen und billige Baumwollstoffe einzutauschen gegen Elfenbein. Mauch will nicht warten. Ungeduldig geht er allein weiter, um nach Jahren voller Mühsal und Gefahren das ersehnte Ziel endlich zu erreichen und die Ruinen aus der Nähe zu sehen. Mauch kommt an riesigen Affenbrotbäumen vorbei. Manche mögen 2000 Jahre alt sein. In ihnen, so sagen die Afrikaner, wohnen die Seelen der längst verstorbenen Bewohner einer versunkenen Stadt. Ich gewahrte in geringer Entfernung ein anscheinend rundes Bauwerk. Bald stand ich vor ihm und sah eine Mauer aus Granitziegeln bis zur Höhe von etwa 7 Metern.
Eine Stelle war ganz nahe, wo eine Art Fußpfad ins Innere führte. Endlich blieb ich vor einem turmartigen Gebäude stehen, das anscheinend noch ganz unversehrt dastand. Es erhob sich im Ganzen bis zu etwa 10 Metern, die oberen 7 Meter konisch, die Bauart aus Granitziegeln ohne Mörtel, aber mit Bindung, den Regeln der Baukunst gemäß. Vergeblich suchte ich nach einem Eingang oder einer vermauerten Eingangsstelle. An jenem denkwürdigen 5. September 1871 ist Mauch davon überzeugt, dass er entdeckt hat, womit sich Forscher und Phantasten seit Jahrhunderten beschäftigt haben. König Salomos Goldland, das legendäre Ophir. Render hat seinen Handel beendet und steigt mit dem Forscher zwischen mächtigen Granitblöcken hoch zu jenem Felsmassiv, das Mauch schon aus der Ferne gesehen hat. Durch einen mit Granit und Schieferplatten überdachten Torgang erreichen die beiden Männer das Innere der Anlage, offenbar eine Burg. Was Mauch hier entdeckt, wird Archäologen noch manches Rätsel aufgeben. Neben einfacheren Steinbalken findet er das Mittelstück einer schön verzierten Stele. Hat hier ein Künstler des Altertums seine Spur hinterlassen? Wenn ja, woher kam er? Welchem Volk gehörte er an? Nach langem Umherirren gelangte ich zur vollen Überzeugung, dass diese Ruinen die verfallenen Reste einer für frühere Zeit sehr starken Festung gewesen sein müssen. Sollte die Burg tief im Inneren Afrikas wirklich dem Schutz des sagenhaften Goldlandes gedient haben, der Quelle des Reichtums für die Könige des Alten Testaments? Für archäologische Grabungen in tieferen Schichten fehlen Mauch Kenntnisse und Mittel. So findet er außer der verzierten Stele nur noch eine flache Schüssel aus grünlich-grauem Talgschiefer mit Verzierungen, halb verschüttet unter losem Gestein. Mauch und Render müssen die Nacht auf dem Berg verbringen. Einige Tage später schickt der Forscher einen ersten Bericht nach Deutschland. Die Boten sind lange unterwegs. So kann die in Gotha erscheinende Zeitschrift Geographische Mitteilungen erst im darauffolgenden Jahr die sensationelle Nachricht drucken. Karl Mauch hat am 5. September 1871 in dem Berglande zwischen Limpopo und Zambesi die großartigen rätselhaften Ruinen wieder aufgefunden, von denen die alten portugiesischen Berichte sprechen und die schon früh mit den Ophir-Fahrten des Königs Salomo in Verbindung gebracht wurden. Mai 1872. Seit 9 Monaten lebt Mauch nun schon in Bikas Kraal. Es wird Herbst im südlichen Afrika. Die Dorfbewohner haben die Ernte eingebracht. Frauen dreschen Hirse, um Wintervorräte anzulegen. Noch hat Mauch keinen Einheimischen gefunden, der ihm Genaueres über die Ruinen und die früheren Bewohner von Simbabwe hätte sagen können. Dennoch schreibt er: Ich wage zu schließen, die Königin von Saba der Bibel ist die Königin von Simbabwe. Die Ruinen sind Nachahmungen des Tempels und Palastes von Salomo.
Da kommt endlich ein Besucher, den der Forscher schon lange erwartet hat. Ein alter Mann mit zwei Begleitern. Sein Name ist Bebereke. Er hat selbst noch miterlebt, wie vor 40 Jahren bei den Ruinen das große Opferfest gefeiert wurde. Mauch will Bebereke schmeicheln und begrüßt ihn als Abkömmling König Salomos und der Königin von Saba. Verschmitzt antwortet Bebereke, das wisse er schon von seinem Ahnengeist. Der Deutsche zeigt dem Afrikaner ein Stück rötliches Holz, das er von den Ruinen mitgebracht hat. Mauch hält es für Zedernholz aus dem Libanon und vermutet, dass es mit Salomos Schiffen nach Simbabwe gekommen ist. Als Bebereke sagt, das Holz stamme nicht aus dieser Gegend, fühlt sich Mauch bestätigt. Der Alte erzählt, nach welchem Zeremoniell das Opferfest nach dem Einbringen der Ernte verlief. Mauch glaubt, Ähnlichkeiten mit altjüdischen Ritualen zu erkennen und schreibt: Es bleibt nun außer Zweifel, dass die jüdische Religion durch die Königin von Saba zur Zeit Salomos hierher verpflanzt worden ist. In dem von Simbabwe aus bestimmten Zeitraum versammeln sich die Eingeborenen, die dem Judentum zugetan sind, mit großer Anzahl von Vieh nach der Ernte, um ein Fest zu feiern und Gott zu opfern. Solche Erntedankfeste, wie sie Mauch aufgrund von Beberekes Erzählung beschreibt, feiern die Dorfbewohner in der Nähe der Ruinen noch heute. Und zwar immer im Mai. Die Ähnlichkeit dieser Opfer mit jenen vom israelitischen Kult ist unverkennbar. Diese Behauptung akzeptierte man in Europa zunächst kritiklos. Mauch selbst nahm an einem solchen Fest gar nicht teil. Und auch heute dürfen Fremde nur selten dabei sein. Die Leber der Opfertiere wird der Priesterin gereicht. Sie ist für die Gläubigen das spirituelle Medium, das die Verbindung herstellt zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen der Stammesgemeinschaft und den Ahnengeistern. In den Geistern der Ahnen sehen die Lebenden ihre höhere Macht. Die Bauernfamilien spenden Körbe mit Hirse und Mais, die der Dorfälteste und die Priesterin aufbewahren, damit nach Missernten wenigstens noch genügend Saatgut für das kommende Jahr vorhanden ist. Durch äußerste Konzentration, unterstützt von Rufen und Trommeln, versetzt sich das Medium in einen Trancezustand. Nur so kann es mit den Ahnengeistern in Verbindung treten. Die Priesterin dankt den Ahnengeistern für die gute Ernte und bittet sie um Schutz vor Feinden und Krankheiten, vor Ungeziefer und Dürre. Dann nimmt die Festfreude ihren Lauf. Bis in den nächsten Tag hinein wird musiziert, getrunken und getanzt. In den Ruinen von Simbabwe feierten die Menschen ein solches Fest zum letzten Mal im Jahr 1904. Damals standen die Großeltern der ausgelassenen Tänzer unter englischer Oberhoheit. London hatte das Gebiet in Besitz genommen und 1895 zur Kolonie Südrhodesien erklärt. Heute heißen die Ruinen auf dem Berg und im Tal Groß-Simbabwe. Es erstreckt sich über eine Fläche von gut einem Quadratkilometer. Mit den englischen Siedlern und Kolonialherren
strömten auch Forscher und Glücksritter in das Land zwischen Limpopo und Sambesi. Hemmungslos gruben sie nach verborgenen Schätzen und zerstörten damit viel von der ursprünglichen Anlage. Noch zweifelte kaum jemand daran, dass Israeliten, Phönizier oder Untertanen der Königin von Saba die Bauherren von Simbabwe waren, jedenfalls nicht die Afrikaner. Die Ruinen wurden eingegliedert in die von Weißen geschriebene Kulturgeschichte, in der die Schwarzen nur als Barbaren vorkamen. So ließ sich der Herrschaftsanspruch der Europäer gegenüber den Afrikanern rechtfertigen, besonders der Anspruch auf wirtschaftliche Ausbeutung. Bis in jüngste Zeit warben Plakate mit dem Bild der Königin von Saba um Touristen, nachdem schon 1890 eine Londoner Zeitung geschrieben hatte: Heute also ist der Engländer im Land Ophir und öffnet von Neuem die Schatzkammer des Altertums. In wenigen Jahren können wir das Bild der Königin Victoria aus dem Gold geprägt sehen, mit dem König Salomo seinen elfenbeinernen Thron bedeckte. Aber 1905 begannen englische Archäologen, die Ophir-Theorie in Frage zu stellen. In der Folgezeit entbrannte ein heftiger Gelehrtenstreit, der Jahrzehnte dauerte und erst 1954 mit einer großen Überraschung endete. Frage an den einheimischen Historiker. Mauch stützte sich bei seinen Berichten über Simbabwe auf Fundstücke wie diesen Steinbalken und auf Erzählungen Beberekes. Wurden seine Erkenntnisse durch spätere Forschungen bestätigt? Heute wissen wir, dass Mauchs Rückschlüsse falsch waren. Und wie hat man die Wahrheit über Groß-Simbabwe herausgefunden? Ab 1954 konnten Wissenschaftler durch Radiokarbonmessungen das wahre Alter der Ruinen bestimmen. Sie bewiesen, dass Groß-Simbabwe zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert einen allmählichen Aufstieg und einen plötzlichen Niedergang erlebte. Also zur Zeit des europäischen Mittelalters und keinesfalls in biblischer Zeit. Das steht heute fest. Außerdem wissen wir, dass es Einheimische errichtet haben. Die Steinbauweise hat die hier ansässige Bevölkerung entwickelt, aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten. Sind Mauchs Forschungen trotz seiner Irrtümer heute noch von Bedeutung? Ja, Mauchs Verdienst besteht darin, dass er uns eine der besten Beschreibungen von Groß-Simbabwe überlieferte. Nach ihm kamen Leute, die den Platz verwüsteten, um nach Schätzen zu suchen. Mauch war vor ihnen da. Deshalb bleibt seine Beschreibung von Groß-Simbabwe einer der besten, die wir haben. Und wir benutzen sie noch heute, wenn wir bestimmte Teile der Bauwerke rekonstruieren wollen. In einem Steinbruch nahe dem Ruinengelände zeigen Arbeiter, wie ihre Vorfahren vor 700 Jahren das Baumaterial für die Mauern gewonnen haben. Natürlich gewachsene Granitplatten werden mit Holzfeuer 2 bis 3 Stunden erhitzt. Beim Erkalten bilden sich Risse im Gestein, sodass mehr oder weniger gleichförmige Blöcke herausgebrochen werden können. Anschließend werden die Blöcke behauen. Einst waren die Schlägel zum Steineklopfen aus Dolorit, der noch härter ist als Granit. Hier wählen die Bauleute wie vor Jahrhunderten die behauenen Steine sorgfältig aus und verlegen sie nach Augenmaß, ohne Lot- oder Wasserwaage und ohne Mörtel. Aus den behauenen Blöcken entstanden die Innen- und die Außenfronten der Mauern. Die Zwischenräume füllte man mit unbehauenem Gestein. Diese Bauwerke gaben nicht nur der alten Stadt, sondern seit der Unabhängigkeit von weißer Kolonialherrschaft 1980 dem ganzen Land seinen Namen. Simbabwe, Häuser aus Stein. So sah vermutlich die Großbaustelle der Residenz aus, die der Herrscher vor etwa 700 Jahren errichten ließ.
Allein für die 250 Meter lange und 10 Meter hohe Ringmauer waren 5000 Kubikmeter Granit zu behauen, mit Muskelkraft heranzuschaffen und zu verlegen. Diese gigantische Leistung war nur in einem straff organisierten Staatswesen mit zahlreichen Arbeitern und viel Zeitaufwand zu vollbringen. Man schätzt die Bauzeit für die monumentale Außenmauer auf mindestens 30 Jahre. Die Bautechnik wurde im Lauf der Zeit immer vollkommener. Nachdem Wissenschaftler alle Spekulationen über Simbabwe als Goldland König Salomos widerlegten, lässt sich heute ein recht genaues Bild von diesem frühen Staat im Inneren Afrikas, seiner Hauptstadt und der Kultur ihrer Bewohner zeichnen. Für jeden sichtbar lag auf dem Berg, der Erde entrückt, die Kultstätte zur Anbetung der höheren Mächte. Hinter einer hohen Mauer an der Westflanke des Berges standen einst 14 solcher Rundhütten, in denen wohl die Priesterschaft mit ihren Familien und Bediensteten lebte. Die Felsen sind geschickt in das Mauerwerk einbezogen. Es gibt keine scharfen Winkel. Zwischen der West- und der Ostseite des Berges erstreckt sich ein Labyrinth von schmalen Wegen und geheimnisvollen Gängen. In einer Höhle liegen noch Eisenerzknollen. Hier hatten sicherlich die Schmiede ihre Werkstätten. Vielleicht befragten Priester hier auch ein Orakel. Stimmen aus der Höhle sind noch im Tal zu hören. Um den riesigen Granitblock, die höchste Stelle des Felsmassivs, zu erreichen, muss man schon bergsteigerische Fähigkeiten entwickeln. Von hier oben konnten Späher weit hinein ins Tal des Sabi-Flusses blicken und Ausschau halten nach den Handelskarawanen, die von der Hafenstadt Sofala heraufzogen, beladen mit Schätzen aus fernen Ländern. Auf dem Rückweg schafften sie Gold und Elfenbein an die Küste. Von 4000 kleinen Goldgruben im alten Simbabwe wird berichtet. Aber viel blieb nicht übrig von den einst ergiebigen Vorkommen. Wo es sich noch lohnt, werden sie heute von Konzernen industriell ausgebeutet. Daneben suchen Zehntausende von armen Dorfbewohnern ihr Glück als Goldgräber und Goldwäscherinnen, mit Arbeitsmethoden wie vor Jahrhunderten. In 5 bis 10 Meter tiefen Schächten schürfen sie nach den Resten des Edelmetalls. Die Erde mit Spuren von Gold wird in Körben nach oben gehievt, um gewaschen zu werden. Doch was sie finden, reicht kaum zum Überleben. Früher gehörte alles dem König. Durch den von ihm kontrollierten Handel mit Gold und Elfenbein entwickelte sich Groß-Simbabwe zu einem der reichsten und mächtigsten Staaten im alten Afrika. Der König herrschte über etwa 1 Million Menschen. Weiße Abenteurer stießen Ende des 19. Jahrhunderts in der Nähe der Ruinen auf so manchen Schatz. Sie plünderten fast alles, was ihnen in die Hände fiel, und schmolzen unersetzliche alte Goldschmiedearbeiten zentnerweise ein. Die Museen des Landes besitzen nur noch wenige der wertvollen Stücke. Bei Grabungen in den Ruinen kamen auch große Mengen von Glasperlen aus Indien zutage.
Beweis für die überseeischen Handelskontakte des alten Simbabwe. Chinesisches Porzellan aus dem 14. Jahrhundert. Mit den Monsunwinden segelten Schiffe aus China und Persien, Arabien und Indien an die afrikanische Ostküste. Hochentwickelt war das einheimische Töpferhandwerk, ein tierförmiges Tongefäß zur Aufnahme von Drogen und Heilkräutern. Dieser Vogelkopf gehört zu den wertvollsten Kult- und Kunstgegenständen, die Archäologen vor 100 Jahren in den Ruinen entdeckten. Eine Steinplastik von mystischer Ausstrahlung. Die untere Hälfte der Skulptur befand sich im Berliner Museum für Völkerkunde. Im Zweiten Weltkrieg ging sie verloren. Das ist eine Kopie. Ein Krokodil ziert den Schaft der wohl schönsten Stele. Die Abbildung dieser Vogelskulptur ist als nationales Symbol auf der Fahne und im Staatswappen der Republik Simbabwe allgegenwärtig. Sieben Stelen mit Vogelfiguren blieben erhalten. Totempfähle, Wahrzeichen der Ahnengeister verstorbener Herrscher. Die Ahnengeister werden als Bindeglieder zwischen Gott und den Menschen von den Shona verehrt und gefürchtet. Sie können Glück oder Unglück bringen. Auf die Simbabwe-Vögel konzentrierte sich nach der Wiederentdeckung der versunkenen Stadt durch Karl Mauch das Interesse der Archäologen. Manche ordneten sie der phönizischen, andere der assyrischen oder der altägyptischen Kultur zu. Fast alle wollten damit die These vom nicht-afrikanischen Ursprung Groß-Simbabwes untermauern. Alle haben sich geirrt. Die Skulpturen sind einzigartige Schöpfungen eines alten afrikanischen Kulturvolkes. Die Ostflanke des Berges mit den Totempfählen war die Ahnengalerie und Kultstätte von Groß-Simbabwe. Hier fand man die meisten Vogelskulpturen. Zwischen mächtigen Felsblöcken beteten die Priester, der Sonne zugewandt, um Regen. Über Plattformen und Terrassen strömte das Blut der Opfertiere. Nach mündlicher Überlieferung soll es sogar rituelle Menschenopfer gegeben haben. Die Tradition des Regenmachens lebt immer noch fort. Jedes Dorf hat seine Kultstätte, wo die Ahnengeister wohnen, meist auf einer Anhöhe. Ende Oktober, nach Monaten der Trockenheit, ziehen die Dorfbewohner hinauf zur Regenmacherin, ihrem spirituellen Medium. Wenn sich alle versammelt haben, fordern sie das Medium auf, an einer verborgenen Stelle mit den Ahnen in Verbindung zu treten und sie um Regen zu bitten. Er ist für die Menschen hier das wichtigste Zeichen für das Wohlwollen der Ahnengeister. Vielleicht verursachte im 15. Jahrhundert eine lange Dürreperiode mit Missernten den Niedergang des blühenden Staatswesens, weil die Bevölkerung mit ihren großen Rinderherden auf dem überweideten und ausgetrockneten Land nicht mehr genügend Nahrung fand. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass sich Vasallen weigerten, weiterhin Tribut zu zahlen und dass Streitigkeiten zwischen dem König und der Priesterschaft um die Thronfolge zum Zerfall des Reiches und zum Verlassen der Residenz führten. So sah Groß-Simbabwe während seiner Blütezeit im frühen 15. Jahrhundert aus. Die Mauern auf dem 80 Meter hohen Granitmassiv umschlossen eine Grundfläche von insgesamt 2600 Quadratmetern. Unterhalb des Berges mit der Kultstätte lebten in der weiten Ebene die etwa 10.000 Einwohner der Hauptstadt mit ihren Tieren. Näher zur Residenz hin standen die Wohnhütten der Handwerker, der Hofdiener und der hohen Würdenträger.
Hinter der monumentalen Ringmauer wohnte auf einer Fläche von über 4000 Quadratmetern der König mit seinen zahlreichen Frauen und Kindern, zusammen wohl 300 Personen. Die hohe Mauer führte jedem die Macht des Herrschers vor Augen. Er selbst blieb für das einfache Volk fast immer unsichtbar und zeigte sich nur sehr selten. Im Labyrinth der Mauern und Bastionen, Nischen und Plattformen fällt die schmale, stets schattige Passage auf, die zwischen der hohen Außenmauer zur Linken und einer älteren Einfriedung rechts verläuft. Ein seltsamer Zauber geht von den alten Steinen aus, als wollten sie erzählen von der ruhmreichen Vergangenheit. Die Passage führt zum architektonischen Brennpunkt der Bauten im Tal, zum kegelförmigen Turm. Der massive, 9 Meter hohe Rundbau aus gleichmäßigen Steinlagen hat die Form alter Getreidespeicher und gilt als Sinnbild für Fruchtbarkeit. Mit Getreideabgaben zollten die Bauern dem Herrscher Tribut. Auf dem Platz vor dem Turm fanden wichtige Zeremonien statt, bei denen die Untertanen ihrem Herrscher huldigten, zum Beispiel mit Fruchtbarkeitstänzen. Es gibt sie in entlegenen Gebieten beiderseits des Limpopo-Flusses noch heute, wenn Mädchen feierlich in die Altersgruppe der heiratsfähigen Frauen eintreten. Im 15. Jahrhundert versank das Reich im Dunkel der Geschichte. Die prachtvollen Bauten verfielen innerhalb weniger Jahrzehnte. Keine andere Stadt im Inneren Schwarzafrikas hat die monumentale Größe und bizarre Schönheit Simbabwes je wieder erreicht. Nördlich der untergegangenen Stadt schuf die Natur ein Wunder für die Ewigkeit. Die Afrikaner sagen dazu Mosiotonia, donnernder Rauch. Die Engländer gaben den größten Wasserfällen der Erde den Namen ihrer Königin, Victoria-Fälle. Am Sambesi-Fluss weit unterhalb der Fälle hinterließ Karl Mauch seine letzte Spur in Afrika. 9 Monate verbrachte er bei den Ruinen. Im Mai 1872 schleppte er sich, malariakrank und den Tod vor Augen, zum Ufer des Sambesi. Allein mit einem Bootsmann wird Mauch im Kanu 10 Tage flussabwärts zur Küste fahren. Als Kartograf und Geologe erwarb er sich große Verdienste. Der Traum seines Lebens jedoch, die Wiederentdeckung des Goldlandes von König Salomo, erfüllte sich nicht. Er fiel seiner eigenen Fantasie zum Opfer. Mauch konnte und wollte, wie so viele Europäer, nicht wahrhaben, dass auch die Afrikaner schon vor Jahrhunderten zu großen Kulturleistungen fähig waren. Sieben Jahre war Mauch in Afrika, Jahre voller Entbehrungen und Gefahren. Doch in einem seiner letzten Briefe schrieb er: In der Wildnis habe ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Er sah den schwarzen Kontinent nie wieder. Und erst nach seinem Tod erfuhr man, was er bald nach seiner Rückkehr aus Afrika notiert hatte. Meine Meinung über die Ruinen von Simbabwe hat sich bedeutend verändern müssen. Bei einigem Nachdenken zeigt sich die Beurteilung nicht mehr stichhaltig. Was er damit meinte, nahm er als Geheimnis mit ins Grab. Karl Mauch starb am 4. April 1875 an den Folgen eines Sturzes aus dem Fenster seiner Wohnung in Blaubeuren. Er wurde 38 Jahre alt. Wenn der Vollmond über den Ruinen steht, kehren die Mondoro zurück, die Geister der Ahnen. Nach einer Legende lebt im Turm von Groß-Simbabwe der Geist Morengas, des Urvaters der Shona, der über Moral und Wohlstand wacht.
In den alten Gemäuern treffen sich die Nachfahren derer, die eines der großartigsten Denkmäler afrikanischer Kultur geschaffen haben. Nachkommen von Rinderhirten und Hirsebauern, Handwerkern und Goldgräbern, Bauleuten und Künstlern. Während der Mond seine Bahn zieht, lauschen sie der Dorfältesten und den Überlieferungen aus der Geschichte ihres Volkes, weitergegeben von Generation zu Generation. Ihr wisst nicht, wer Groß-Simbabwe gebaut hat? Manche sagen, die Weißen haben es gebaut. Andere meinen, es waren die Suaheli. Wir aber wissen, unsere Vorfahren haben Groß-Simbabwe gebaut. Menschen wie wir. Warum wurde Groß-Simbabwe gerade hier gebaut? Wir wissen es. Es war ein guter Platz, um ein großes Reich zu gründen, mit vielen Häuptlingen und einem klugen, mächtigen Herrscher. Darum wurde Groß-Simbabwe hier gebaut. In den Liedern und Legenden der Shona ist das goldene Zeitalter nie zu Ende gegangen. Wo aber König Salomos Goldland lag, das ist noch immer ein Rätsel. Aiwa, uno garana ne musango wa fakomana. Aiwa, oda mara para madende.